alles Propaganda, warum der Kalte Krieg in den Medien wieder aufflammt. Nicht die Wunderformel, aber ein erster Schritt. So kommentierte der deutsche Außenminister Steinmeier gestern das Krisentreffen zwischen Russland und der Ukraine. Leider keine Feuerpause, aber am Samstag soll wieder verhandelt werden. Während in der Politik also erste Anzeichen einer Annäherung zwischen beiden Ländern zu vermerken sind, hat sich der Konflikt in den deutschen und russischen Medien geradezu verselbstständigt. Der kalte Krieg der Worte ist entbrannt. Vertrauensverluste auf beiden Seiten. Clemens Rier hat sich umgehört. Der Potsdamer Platz in Berlin. Unweit der russischen Botschaft sitzt Ruptly TV. Eine Nachrichtenagentur, die zum russischen Staatsfernsehen gehört. Putin, der Brandstifter. Der Spiegeltitel liegt auf dem Tisch von Chefredakteur Ivan Rodionow. Früher arbeitete er für das ZDF. Heute hält Rodionow die deutschen Medien vor allem, was die Ukraine-Berichterstattung angeht, für politisch gesteuert. Es sind schon keine Nachrichtensendungen mehr im engen Sinne, sondern eher so ein Bündel von Metabotschaften oder suggestiven Impulsen, die dann ins öffentliche Bewusstsein vermittelt werden. Die Kameramänner von Ruptly waren die ersten, die bei den Montagsmahnwachen drehten. Dort, wo Putin gelobt und die Ukraine als Faschistenstaat bezeichnet. Die Agentur gehört zum staatlichen Auslandssender RT, der nennt schon mal die Abspaltung der Krim in einem Atemzug mit angeblichen bayerischen Unabhängigkeitsbemühungen. Es ist ein seltsamer Blick auf die Bundesrepublik. Als Deutschland-Experten setzt RT unter anderem auf Menschen wie AfD-Politiker Paul Hampel oder Jürgen Elsässer. Als der umstrittene Publizist im russischen Haus in Berlin eine Sonderausgabe seines Magazins mit Putin-Reden vorstellt, ist die Nachrichtenagentur Ruptly vor Ort, darf drehen. Im Gegensatz zur Kulturzeit, die wollte Jürgen Elsässer nicht dabei haben. Diese einseitigen Hetzmedien bekommen von uns keine Interviews mehr. Jürgen Elsässer schimpft über lügnerische Monopolmedien und sieht in der Ukraine NATO-gestützte Faschisten am Werk. Auf dem Podium auch der Pressesprecher der russischen Botschaft. Er sagt, viele deutsche Medien würden eine Mauer zwischen Russen und Deutschen errichten. Michael Rutz, der frühere Chefredakteur des Rheinischen Merkur, hat im Petersburger Dialog versucht, die Medien Deutschlands und Russlands näher zu bringen. Doch nun werde dort echter Journalismus immer seltener. Die Auslandsmedien dienen, scheint mir doch sehr, als Propagandainstrument. Und das ist eigentlich sehr schade, weil wir eigentlich auf dem Weg waren, im letzten Jahrzehnt auch so etwas anzudenken, wie wir es mit Arte gemeinsam mit Frankreich haben. Das setzt natürlich ein vergleichbares Wertemuster voraus und eine vergleichbare Medienethik. Die deutschen Medien sind zum Feindbild geworden. So heißt es beim Staatsradio Stimme Russlands, sie sei nicht mehr objektiv, sondern Handlanger der Mächtigen aus Politik und Wirtschaft. Russland-Korrespondent des Magazin Focus ist Boris Reitschuster. Auf russlandkritische Berichte bekommt er derzeit, so wie viele andere Redaktionen, hunderte E-Mails und Facebook-Einträge. Ich wünsche Ihnen viel Misserfolg, Misserfolg mit V, auf Ihrem Weg in die Hölle. Wie sehr ich dieses Stück Reitschuster-Scheiße hasse, unglaublich. Sie sind so eine unglaubliche Witzfigur. Reitschuster gehört zu einer Gruppe mit Neigung, in Arsch gefickt zu werden. Kriegshetzer wie dich sollten vor ein Volkstribunal gestellt und abgeurteilt werden. Hinter solchen Zuschriften stecken oft keine realen Personen, hat Reitschuster herausgefunden, sondern gefälschte Facebook-Profile. Eine Hackergruppe veröffentlichte kürzlich Dokumente einer St. Petersburger Firma. Von diesem Haus aus soll sie Blogger fürs Meinungsmachen bezahlen. Ihnen geht es offenbar ganz klar darum, Diskussionen zu zerstören und eine normale Meinungsäußerung unmöglich zu machen mit Aggression, mit Diffamierung und mit Verleumdung. Und das ist etwas, was ganz klar hier von dieser russischen Seite hereingetragen wird. Dutzende Internetseiten gibt es mittlerweile, auf denen russische Medien ins Deutsche übersetzt werden. Es sind ganz unterschiedliche Menschen, die sie betreiben. Im bayerischen Plattling hat der Russlanddeutsche Vjatcheslav Seewald in seinem ehemaligen Jugendzimmer ein Studio eingerichtet. Auch bei ihm geht es um die angeblichen Lügen der deutschen Mainstream-Medien.
so viel negativen Müll wurde auch auf Putin und auch auf Sochi rausgelassen, dass ich oft gedacht habe, haben die Menschen eigentlich noch ein Gewissen, die das erzählen? Finanziert durch Spenden suchen Vjatcheslav Seewald und sein Bruder täglich 5 Stunden im russischen Internet nach Interessantem. Eine ihrer Seiten ist Ich liebe Russland und ehre Wladimir Wladimirovich Putin. Hier posten sie Bilder von Putin als Soldaten und Drachentöter, aber auch Videos aus der Ukraine. Sie zeigten, wie ein faschistisches Regime systematisch Russen töte, so die Seewalds. Die westlichen Medien würden das bewusst verschweigen. Das ist die ungeschminkte Wahrheit. Das sind Amateurvideos vor Ort. Das ist nicht jemand, der sagt, so war das, sondern jemand, der sagt, ich sehe das und ich sage das, was ich gerade sehe. Nie zuvor waren Amateurvideos zumeist unbekannter Herkunft so entscheidend für die Interpretation eines Konflikts wie jetzt in der Ukraine, so der Berliner Medienwissenschaftler Norbert Bolz. Authentizität, die rührt natürlich daher, dass wir immer glauben, das sind die Betroffenen selbst. Also die, die von den Katastrophen betroffen sind, machen selber authentische Aufnahmen von dem, was passiert. Das ist zumindest der Eindruck, der suggeriert wird. Dass dann natürlich der Manipulation Tür und Tor geöffnet ist, ist auch klar. Professionelle Spots aus Russland wollen mit Amateuraufnahmen beweisen, dass die Ukraine der Aggressor ist und nicht, wie es oft heißt, pro-russische Separatisten. Die Regierung in Kiew hält diese Menschen für Terroristen. Diese Menschen wurden getötet, weil sie nicht mit Neonazis in einem Land leben wollten. Und so werden westliche Politiker plötzlich zu Mithelfern eines angeblichen Genozids an Russen. Diese Propaganda, die aus Moskau kommt, die ist unglaublich. Ich verfolge es jetzt fast jeden Tag. Gerade erst wieder Bilder von einem Kind, das angeblich umgebracht wurde in der Ukraine. Die Bilder sind aus einer russischen Stadt. Das Kind kam beim Verbrechen ums Leben. Sowas haben sie fast täglich. Ein weiteres Bild. 10.000-fach geklickt, auch im deutschen Internet. Ein Vater nimmt Abschied von seiner getöteten Tochter. Angeblich aus der Ostukraine, in Wahrheit aber aus Syrien. Kein grausamer ukrainischer Soldat, sondern der Maskenbildner eines Spielfilms. Beinahe täglich tauchen Fälschungen wie diese auf, erzählt Boris Reitschuster. Blogger Vjatcheslav Seewald setzt auf die russischen Medien. Er hat eine Petition aufgelegt, der staatliche Infosender RT möge doch auch auf Deutsch senden. Mit dem Sender stehe er in Kontakt, so sagt er. Über 26.000 Menschen haben bislang unterschrieben und sagen in den Kommentaren auch, warum. Ich habe die verhetzende Desinformation gegen das russische Volk satt, weil ich diese Westpropaganda nicht mehr hören kann. Unsere Medien traue ich nicht mehr. Ich habe die ARD und ZDF und andere Propagandamedien und Lügen-TV satt. Wladimir Putin sagte auf RT, er habe den Sender gegründet, um das Monopol angelsächsischer Medien auf die Berichterstattung zu brechen. Ivan Rodionov von der Agentur Ruptly sucht zurzeit im Internet nach neuen Mitarbeitern. Gewünscht sind Menschen, die in der Online-Community bloggen wollen und, so heißt es wörtlich, das Gefühl haben, das von den Massenmedien geschaffene Weltbild entspreche nicht ihrer Realität. Die Realität russischer Medien. Sie ist zunehmend eine andere als die ihrer deutschen Kollegen. Russia Today, staatlich finanziert, hat also das Ziel, Vorurteile und Klischees über Russland international abzubauen. Das dürften die Deutsche Welle für Deutschland und der BBC World Service für Großbritannien ebenso in Anspruch nehmen. Allerdings hat dort Hetze keinen Platz. Eine solche Steigerung von Hetze und Lüge und nur noch Propaganda schien mir bis vor kurzem undenkbar. Worte können sein wie winzige Arsendosen. Sie werden unbemerkt verschluckt, sie scheinen keine Wirkung zu tun und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da. Zitat Ende. Der zitierte Text aus einer vergangen geglaubten Zeit beschreibt auch ein aktuelles Phänomen. Viele deutsche Medien, auch ARD und ZDF, spielen das Spiel der Sprachvergiftung mit. Die Dosis kann durchaus noch erhöht werden, wie die verbalen Entgleisungen des EU-Abgeordneten Werner Schulz zeigen. Zitat: Putin ist ein Verbrecher, Putin ist ein Despot und er ist ein Kriegstreiber etc. Deutschlandfunk vom 6.3.2014. Zitat Ende. Diese Wortwahl führt direkt zum Untermenschen, eine bedenkliche Entwicklung. Offensichtlich haben die Verantwortlichen, auch Politiker, ihr Geschichtsbewusstsein verschüttet.
Sie ignorieren, was auf die Vergiftung des Klimas folgen kann? Gerade Deutschland hätte allen Grund, sehr zurückhaltend in antirussischer Propaganda zu sein. Die Gründe sind bekannt. Kommen wir zum EU-Gipfel heute, Herr Schulz. Sie sind ja bekannt dafür, dass Sie alle so insgesamt sagen, der Westen muss härter auftreten, entschlossener auftreten gegenüber Russland. Welche Sanktionen müssen da heute beschlossen oder angedroht werden? Ja, der Westen muss deutlicher auftreten, denn wir haben es hier um den Bruch des Völkerrechts zu tun. Putin ist ein Verbrecher und da geht es nicht nur darum, dass man miteinander redet und eine neue Kontaktgruppe einrichtet, so eine Art von Selbstbefriedigung. Wie viele Kontaktgruppen wollen wir denn noch schaffen? Putin ist ein Despot und er ist ein Kriegstreiber, wie wir das jetzt erkennen können. Und er möchte, er hat das ja so gesagt, die Auflösung der Sowjetunion sei die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts gewesen. Werner Schulz, grüner Europaabgeordneter, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Europaparlaments. Ja, die Meinungsumfragen, die Jasmin Paccio zitiert hat, die zeigen deutlich, dass sich das deutsche Volk gebessert, zum Besseren gewendet hat. Es ist viel besser als sein Ruf, auch der Ruf im eigenen Land oder in den eigenen Medien zumindest. Die übergroße Mehrheit unserer Landsleute will den Frieden und will den Ausgleich mit Russland. Und zwar durchaus auch Leute, die früher kein gutes Haar an der Sowjetunion gelassen hätten. Das ist eine erfreuliche Entwicklung. Und jeder, der im Internet surft und die entsprechenden Kommentare liest unter den Artikeln der Mainstream-Presse, kann sich einen Eindruck verschaffen von der Virilität, wie sich Volkes Stimme gegen die Meinungsmonopolisten Geltung verschafft und wie sauer die Leute sind. Und jetzt kommt sozusagen die zweite Ebene, wo die Monopolpresse versucht, diese erfreuliche Positionierung der Deutschen, auch anderer Völker in Europa, aber ich glaube, die Deutschen sind im Augenblick vielleicht neben den Serben die russlandfreundlichsten auf dem Kontinent. Wie man versucht, diese Stimmung als das Werk russischer Agenten darzustellen. Und da habe ich Ihnen einen sehr eindrücklichen Artikel mitgebracht, den die Springer Tageszeitung Die Welt letzte Woche veröffentlicht hat. Überschrift: Deutsches Meinungsbild im Visier von Putins Agenten. Unterzeile: Im Internet organisieren pro-russische Aktivisten groß angelegte Kampagnen gegen Wladimir Putins Kritiker. Sie dürfen sich alle betroffen fühlen. Ich zitiere weiter: Was ist einfach nur freie Meinungsäußerung und wohinter verbergen sich Wladimir Putins Meinungsmacher im Internet? Von Reaktionswellen nach eigenem Terminplan spricht die Redaktion des Dreisat-Magazins Kulturzeit. Das Ziel sei seien organisiert auftretende Infokrieger im Auftrag des Kreml. Bei näherer Betrachtung fallen Stereotype, Wendungen und Begrifflichkeiten in den Internetbotschaften auf. In einer Vielzahl der ideologisch streng formatierten Netzbeiträge ist von deutschen Konzern- und Staatsmedien die Rede. Diese betreiben demnach weitgehend gleichgeschaltet im Auftrag der NATO Kriegshetze gegen Russland. Es wird als Beleg der Kreml-Agenten Einflussmache dargestellt. Woher kommt das her? Ich zitiere weiter aus der Welt. Die organisatorischen Voraussetzungen für Putins Informationskrieg wurden mit dem Umbau des militärischen Verwaltungsapparates bereits im Jahr 2000 geschaffen.
Damals sei die sogenannte Spitzpropaganda wieder aufgenommen worden, die psychologische und propagandistische Kriegsführung. Deren systematische Erforschung hatte 1942 unter Stalin begonnen. Also was jetzt im Internet sich abspielt, geht angeblich auf Stalins geniale Propagandatruppe zurück. Man fragt sich aber bei den Meinungsumfragen, da werden ja Leute angerufen. Also klingt sich da auch die Kreml-Propaganda sozusagen via NSA vielleicht in die Telekommunikation ein? Oder wie erklärt man sich dann die eindeutigen Aussagen auch in den Umfragen? Aber dazu wird keine Stellung genommen. Das ist sozusagen die zweite Welle der Propaganda. Man versucht jetzt, die Leute kirre zu machen, indem man sie nicht auf den Eindruck kommen lässt, dass sie, genauso wie der Nachbar, der Kollege und der Freund, alle Sinne beisammen haben, wenn sie für den Frieden sind, sondern man erweckt den Eindruck, diese ganze Mehrheitsmeinung sei ja gemachte Kreml-Propaganda. Sie werden solche und ähnliche Artikel im Augenblick häufig finden. Und es ist auch sehr interessant, dass hier zum Kronzeugen der Weltredaktion der Nachrichtensender Dreisat geworden ist. Dreisat hat sich ja hervorgetan, Sie erinnern sich vielleicht, Ende April durch eine sehr tendenziöse Sendung mit der ehemaligen Grünen-Vorsitzenden Jutta Ditfurth, die alle Friedensaktivisten pauschal in die rechte oder rechtsradikale oder antisemitische Ecke geschoben hat und die daraufhin natürlich im Sender eine Vielzahl, Tausende, vielleicht Zehntausende von Protestmails und Anrufen bekommen haben. Und jetzt stellen Sie sich hin als Opfer einer organisierten Kreml-Propaganda. Gott sei Dank ist die Justiz noch nicht völlig gleichgeschaltet in diesem Zusammenhang und wer Kompaktmagazin liest, kann von einer erfreulichen Entwicklung gehört haben, nämlich dass meine Klage gegen Frau Ditfurth vor dem Landgericht München I immerhin zu einer einstweiligen Verfügung geführt hat, die dieser Propagandistin diese Schmähungen zumindest meiner Person unter Strafandrohung von 250.000 Euro ersatzweise Haft für die Zukunft verbieten. Aber Sie sehen ja an diesem Artikel, der von letzte Woche kommt, Dreisat macht immer noch weiter. Und vor diesem Hintergrund, als ich gestern eine Anfrage bekam, dieses selben Senders und dieser selben Redaktion, die Frau von Ditfurth uneingesprochen schwadronieren ließ, die haben mich angefragt wegen eines Interviews und die haben nach einer Drehgenehmigung auf dieser Veranstaltung gefragt. Und da haben wir eine weitreichende Entscheidung getroffen, auch mit den anderen Kollegen von Kompaktmagazin, nämlich diese einseitigen Hetzmedien bekommen von uns keine Interviews mehr. Das betrifft Dreisat und die anderen großen Privatsender, ebenso wie ARD und ZDF. Das betrifft natürlich die Springerpresse. Das betrifft auch die Frankfurter Rundschau, Süddeutsche Zeitung und die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die allesamt in die Stereotype des Kalten Krieges zurückgefallen sind und sich gerieren, als ob sie einem wiederauferstandenen Stalin in Moskau wehren müssten. Wir begrüßen es, wenn Reporter hierher kommen. Natürlich haben sie das Recht, über diese Veranstaltung zu berichten. Aber wir werden ihnen keine Interviews mehr geben, weil wir die Erfahrung gemacht haben, alles wird aus dem Zusammenhang gerissen und wir werden den Kakao, durch den wir gezogen werden sollen, nicht auch noch trinken.
Und was Ihre Berichterstattung angeht, wie gesagt, Sie sind frei in Ihrer Berichterstattung, auch vom heutigen Abend. Sie können nach Belieben aus dem Zusammenhang reißen und den Sinn verdrehen. Dagegen haben wir von Kompakt überhaupt nichts. Aber Sie müssen wissen, liebe Kolleginnen und Kollegen von den etablierten Medien, Ihre Leser haben etwas dagegen. Und wenn Sie mit dieser tendenziösen, manipulativen, antirussischen Hetze weitermachen, dann wird es Ihnen ergehen, wie der Financial Times Deutschland und der bankrottierenden Frankfurter Rundschau und anderen früher stolzen Flaggschiffen. Sie werden nämlich untergehen und Ihre Leser werden zu uns kommen, zu Kompakt. Vielen Dank.